Und da sind wir wieder. Da steht er wieder. Arne hier zurück zur Disaster Area mit Sekiro. In der letzten Episode haben wir uns mit dem Uhu geprügelt, mit unserem eigenen Daddy, der ja von Kuro mehr oder weniger für vogelfrei erklärt worden ist. Und ich habe gut eine Stunde versucht, den zu besiegen und habe es einfach nicht hinbekommen. Und das, obwohl es zeitweise sehr gut aussah. Und einmal war ich mir so sicher, dass ich ihn habe, dass ich ihn dann angegriffen habe, obwohl ich wusste, dass ich getroffen werde, so mehr oder weniger. Und es hat einfach nicht gereicht und er hatte noch 1 Millimeter HP übrig und der Typ hat einfach überlebt. Und ich bin gestorben. Also, und solche Momente hatte ich schon mehrere, also bestimmt 3 oder 4 Mal war ich mir so sicher, dass ich das jetzt schaffen würde. Und dann hat er mit mir irgendwas getradet. Ich habe ihn getroffen, er hat mich getroffen. Nur das Dumme ist, ich bin gestorben und er nicht. Und eigentlich war ich mir sehr sicher, dass ich den hätte besiegen müssen. Habe ich aber nicht. Und deswegen sind wir jetzt hier. Ich habe jetzt das einen Tag ruhen lassen und gehe jetzt mit neuem Mut, mit neuer Hoffnung hier dran. Ich bin jetzt nicht mehr getiltet. Ich bin nicht mehr frustriert. Ich habe gestern genug Salz verschüttet. Aber jetzt bin ich die Ruhe selber. Ich weiß, ich kann das schaffen. Ich habe es ja praktisch schon geschafft. Ich muss es jetzt nur noch irgendwie abliefern, nach Hause bringen. Und das werden wir jetzt tun. Uhu, du bist vogelfrei und ich werde dann Scharfrichter sein. Der Wolf wird jetzt den Vogel vom Himmel holen. Let's go. Das ist ja schon mal ein schlechter Anfang. Aber gut, erstmal wieder reinkommen, wir kennen das ja. Erstmal wieder reinkommen. Ich mag es eigentlich, wenn er diese Kugel wirft, weil ich kann entweder entscheiden, zuzuschlagen, auf Kosten, ja okay, dass ich dann wahrscheinlich mich entscheiden kann, aber das ist gar nicht so schlimm, wenn man auch ganz gut dabei ist. Oder ich kann halt einfach auf Seite gehen und meine Haltung regenerieren, indem ich einfach da stehe und blocke. Denn man darf nicht vergessen, blocken, dann regeneriert die Haltung schneller. Und ich finde gerade hier in dem Kampf merkt man das sehr krass. Weil hier ist es so wichtig. Ach, schlag doch zu, bitte. Boah, ich bin nochmal weggekommen, das ist gut. Manchmal ein Glück und man wird von der Kugel dann nicht getroffen. Scheiße.
Scheiße. Ja, es war dumm, da wollte ich jetzt nochmal zuschlagen, weil ich dachte, okay. Aber das war der falsche Zeitpunkt, das war zu viel gewollt. Und dann habe ich es halt auch nicht geschafft, den Angriff perfekt zu blocken und das war dann mein Ende. Aber gut, wie gesagt. Erstmal wieder ein bisschen reinkommen, so. Erstmal wieder den Rhythmus finden. Und gut, ich bin halt jetzt sehr schnell gestorben, das erste Mal. Ansonsten wäre das hier gar nicht so schlecht gewesen. Und ja, genau das ist das Ding. Danach lief es ja eigentlich ganz gut. Hab ich mir so viele Fehler gemacht, musste nicht mehr so viel heilen. Und wenn es von Anfang an so gelaufen wäre, dann hätte ich die erste Phase zumindest bestimmt auch ganz souverän geschafft. Weiter so, Arne. Ich glaube an dich. Okay, das war ein Fehler. Es hat vorhin einmal geklappt, dass ich dann nach diesem ersten Schlag den Schaden machen konnte, aber es scheint nicht immer zu klappen. Es scheint einfach Glück gewesen zu sein. Nein, zu weit nach hinten. Nein, ich hab dich getroffen! Nein, 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 nein! Wow, er hat nicht diesen Stampfer-Dings versucht. Nein, nicht den Debuff bekommen, ist gut. Scheiße. Das war schlecht. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass das irgendwann passiert, dass ich dann nicht weit genug zurückgehe. Habe ich gespielt und verloren. Das sind viel Heal. Das ist gut. Das ist sehr freundlich von dir, Dad. Ja.
Nein, nicht jetzt Gift! Holy shit. Scheiße. Boah, danke. Das war gut. Das ist sehr gut, dass er das gemacht hat. Bin ich wenigstens erstmal nicht in Gefahr. Nein, ich habe das irgendwie verpasst. Nein, er war nicht lang genug dran. Fuck you. Scheiße, ist eine Menge Damage, die ich hätte machen können. Das tut jetzt schon weh. Ach, greif doch an. Jetzt aber, come on. Come on. Wer hat jetzt noch eine Phase? Da hab ich jetzt echt keinen Bock drauf. Ab mit den Flügeln. Halt endlich dein Schnabel. Große Shinobi Uhu war der Pflegevater des Wolfs. Und irgendwie auch ein ganz schönes Arschloch, der jetzt tot ist. Er hat einen Fehler gemacht. Einen Fehler, den er nicht hätte tun sollen. Und das seinen eigenen Schüler in Frage stellen. Und sich gegen seinen Meister richten. Auch wenn er es vielleicht nicht so sieht, aber ich sehe das so. Und dafür gibt's einen Aromaast. Ist das der Ast von diesem einen Baum? Sieht so aus.
Ein duftender, getrockneter Zweig des immerblühenden Baums, gepflückt vom Vater des Wolfs. Der immerblühende Baum ist ein Sakura-Baum und dementsprechend mit Nostalgie behaftet. In voller Blüte erinnerte dieser Zweig Takeru an seine Heimat. Eine der Zutaten für das Räucherwerk, das der göttliche Erbe zur Aufhebung der Unsterblichkeit benötigt. Dann hatte der also diesen Zweig von dem Baum gepflückt. Macht Sinn, weil der hat ja offensichtlich gerade auch Interesse an der Unsterblichkeit gezeigt. Was ein Fehler ist, den wir jetzt korrigiert haben. So, dann werden wir jetzt die Erinnerung hier sofort einsetzen. So, der große Shinobi Uhu wollte um jeden Preis die Macht des Drachenerbes erlangen. Na los, lass deinen wahren Namen in ganz Japan erklingen. Alles nur, um seinen Ehrgeiz zu befriedigen. Ist der dann jetzt dieser Takeru oder... Bin ich ganz sicher. So, zwei Fähigkeitspunkte. Können wir ja gerade gucken, was man damit machen kann. Also hier in diesem Kampf hätte ich jetzt echt gerne mehr Embleme gehabt, weil ich hier die sterbliche Klinge sehr effektiv einsetzen konnte und die hat Damage gemacht wie sonst was. Für diesen Bosskampf war das echt sehr gut. Deswegen, falls ich hier nichts anderes finde, ich überleg's mir mal. Aber was haben wir denn hier sonst noch so? Wir haben ja natürlich noch diese lebendige Kraft, aber dafür müssen wir erstmal diesen Nachtschwalben-Hieb hier lernen. Hier gibt es auch nochmal mehr Geistembleme. War das hier auch Geistembleme? Ja, okay. Ganz schön viele Möglichkeiten, um das zu erhöhen. Naja, hier sind wir erstmal so gut wie fertig. Hier habe ich gerade sowieso nicht genug Punkte für. Den Gar brauche ich jetzt auch nicht. Die Sprungtritte würden mich vielleicht noch interessieren, aber ansonsten. Was kann man denn mit Flugkampfkunst? Okay, also man kann einfach Kampfkünste in der Luft einsetzen. Das ist ja nicht verkehrt. Wie funktioniert denn dieses Rennen und Gleiten eigentlich? Gerade am Ende springt so gegen die Hocke. Ja, okay. Ist nicht so geil. Oh, Schaden für Haltung nach einem erfolgreichen Kiri-Konto. Das ist gut. Aber da müsste ich dann auch erstmal noch hinkommen. Aber ich glaube, wir arbeiten uns jetzt mal Richtung Flugkampfkunst vor. Indem wir einfach hier Shinobi-Kama lernen. Denn wie gesagt, also mehr Embleme hätte jetzt echt schon was gebracht. Und dann können wir jetzt hier als nächstes die Flugkampfkunst lernen. Und was haben wir dann hier noch? Hier ist einfach noch mehr Geistembleme. Und hier haben wir nochmal so einen Hauch des Lebens. Steht an jedem erfolgreichen Todesschlag Vitalität wieder. Oh, okay. Das ist nicht schlecht. Todesschläge geben Shinobi die Gelegenheit durchzuatmen. Shinobi kann Körper und Geist durch Atmung sogar beim Töten beruhigen. So kann er mehr Feinde töten. Weiß nicht, was das mit selbst heilenden Kräften zu tun hat, aber okay. I'll take it. So, dann haben wir die auch direkt schon mal wieder investiert. Ich bin jetzt wirklich nicht mehr sicher, ob ich gerastet habe. Oh wow, ich habe ein Emblem mehr. Das hat's gebracht, würde ich sagen. Aber ein Emblem ist immer noch kein Emblem, ne? Also mehr als kein Emblem. So, ist das hier jetzt das Ende oder... Kommt dir jetzt noch was? Ich habe das Gefühl, da kommt noch was, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, reden wir erstmal mit Kurier. Wie geht's jetzt hier weiter? Er wollte nicht locker lassen, also habe ich ihm die Flügel gestutzt. Ja, und freiwillig hätte der uns den garantiert nicht gegeben. Ja,
Ah. So da na. Okami. Hätte dann diese ganze Chose hier auch schon früher stattfinden können? Weil er sagt, wir sind einen Schritt näher, aber jetzt haben wir ja alles. Und wenn vorgesehen wäre, dass der Uhu dann der letzte Kampf ist, wenn man halt alles zusammen hat und dann hierhin zurückkehrt und so, dann wird es ja keinen Sinn machen. Dann würde er sagen, damit haben wir jetzt alles. Hätte ich zumindest als Spieleentwickler gemacht. Deswegen frage ich mich jetzt, ob diese Events hier auch früher stattfinden können. Vielleicht, wenn ich den Affen zuerst gekillt hätte, vielleicht triggert das dieses Event hier. Und danach kann man dann immer noch Senpo-Tempel und alles andere machen. Ich weiß es nicht. Sekiro hat immer noch sehr viele Geheimnisse, sehr viele Dinge, die ich noch nicht entdeckt habe. Und die vielleicht noch gar keiner entdeckt hat. Miko-sama, Minamoto no Kono-hana, te ni iremashita. Oh, yahari Ochidani ni saite ita ka. Hai, Ochidani no okumi. Soko ga, Minamoto no mizu no nagare ga, 濃い場所だったということか。よく手に入れてくれた狼よ。 Ja, es hat schon irgendwie Sinn gemacht, dass das Urquellwasser in der Tiefe tief ist. Macht irgendwie Sinn. Ja, ich habe ja auch schon gehört, dass es wohl mehrere Enden gibt. Das ist ja eigentlich sogar recht früh kommuniziert worden. Deswegen ist jetzt auch, glaube ich, kein wirklicher Spoiler. Aber je nach Ending scheint es wohl auch unterschiedlich lang zu sein. Also ich weiß, vielleicht gibt es so eine Art True Ending, wo es dann nochmal einen ganz fetten Bosskampf am Ende gibt oder so. Aber es scheint wohl, dass je nach Ending die Spiellänge variiert. Also deswegen, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt das Ende ist, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da jetzt noch was kommt. Und ich glaube, das hat ganz damit zu tun, was für Entscheidungen ich getroffen habe. Okay, der wiederholt sich nur. Okay. Ja, wenn ich jetzt einen zweiten Spielstand anlege, dann wäre es jetzt sowieso zu spät, weil dann hätte ich vorher das vor dem Uhu machen müssen, sodass ich die Entscheidung noch habe, ob ich dem Uhu helfe oder mich gegen ihn stelle. Also, was soll's? Ist sowieso nicht vorgesehen, dass man mehrere Spielstände anlegen kann. Einfach so. War ja auch in den Souls-Teilen schon nicht so. Da war es auch nicht vorgesehen. Na, weil was kommt jetzt? Warum die Brust? これが源の光輝か。何やら無性に懐かしい。はい。どうじゃ。何か変わったことはあるか。匂いとそれから源の宮。その言葉が。 頭から離れませぬ。源宮。タケル様が書き残されていた通り、そこから宣教に通じているのだろうな。その源宮への行き方だが、かぐわしく腰入れ立てまつる香りの石が置かれた祭壇にそう書かれていました。うん。そなたは。 源の光輝をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源宮への道が開けるだろう。伏立ちは間近。頼むぞ、狼よ。Okay, das scheint dann das Finale zu sein. Also zurück zum Mibu-Dorf in die Höhle.
Und dann geht's wohl ins letzte Gebiet. So hört sich das für mich an. Okamio. Senkyo ni mukai. Ryu no namida o totte kite kure. Hoi. Mazu wa sonata ga kaori no ishi o te ni shita という iwato no oku ni iku no da. Sonata wa minamoto no kouki o matotte iru. Iwato no oku no koshi ni haireba minamoto no miya e no michi ga hirakeru darou. Gyoi. Alrighty denn. Noch von Emma verabschieden. Vielleicht muss ich dann echt nochmal mit den NPCs eine Runde trinken oder so, damit die mehr preisgeben. Habe ich denn sonst noch irgendwas? Ich glaube, also Geld habe ich jetzt bestimmt keines. Wo war denn dieses Mibu nochmal? Tiefe, ne? Genau. Und da müssen wir... Ach, wir können auch direkt zur Tür, das ist ja gut. Da fällt mir ein, wir haben immer noch nicht das mit diesem Wassergeist da gemacht. Weil ich die Hoffnung hatte, dass es da noch eine andere Lösung für gibt, aber inzwischen glaube ich das eigentlich nicht mehr. Aber wer weiß, vielleicht finden wir im letzten Gebiet noch irgendwas, vielleicht finden wir da diesen... Ich meine, das ist ja dann irgendwie der Palast der Götter, so irgendwas, also hört sich für mich nach zwischen diesseits und jenseits an. Und wer weiß, vielleicht treffen wir da diesen Typen, den sie sucht. Alter, das ist dunkel, ich sehe nichts. Also tut mir leid, wenn ihr jetzt im Video nichts seht, aber ihr seht genauso viel wie ich, nämlich nichts. Hier unten wird es zum Glück wieder heller. So. Ich muss wahrscheinlich in die Sänfte, so wie das aussieht. Yep. Da kommt jetzt so Dark Souls-mäßig irgend so ein fettes Vieh und trägt die Sänfte sonst wohin. Da müssen jetzt eiskalt diese Gargoyles kommen. Oh, anscheinend hatte ich recht. Nur das... Es ist Rapunzel. Es ist ein fettes Seil. Es ist die Seilpriesterin aus Project Zero. Die hat uns gerade umgebracht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das einfach nur Seile oder Haare sind. Das ist auch diese... Maiden of Blackwater. Immer noch Project Zero, aber... Oder es ist einfach eine riesige Haarpuppe. Ein Seilmonster. Baumbartwolle. Okay. Der Palast der Götter war einfach oben auf dem Berg. Oder wie sieht das aus? Oh, Baumbartwolle kann ich mehr. Ja, natürlich starten wir da oben in diesem Arm, damit wir den ganzen Weg jetzt da runterlatschen müssen und Tiere Schiss davor haben, runterzufallen. Okay, da sind wir also nun. Ashina-Reisender. Oh, dann ist das hier jetzt das einzige Gebiet, in dem wir noch nicht waren. Denn die Trophäe, ich bin mir ziemlich sicher, das ist die Trophäe, die man bekommt, wenn man alle Orte bereist hat.
Okay, dann latschen wir einfach mal dieses riesen Seilmonster hier runter. Da unten sehe ich schon was glitzern, das finde ich schon mal gut. Ich hoffe, dass der Typ nicht wieder aufsteht und uns dann angreift oder so. Aber nee, das ist netter. Der tut uns schon nichts. Bevor wir hier doch noch irgendwie runterfallen oder so. Erstmal die Figur aktivieren. Das da sieht schon schwer nach Bosskampf aus. Ist das nicht diese eine Stelle aus den Trailern mit dieser fetten Dämonenbraut da, die mich übelst an Neo erinnert hat? Ist das nicht das? Also der Ort sieht, ne, das ist diese Brücke. Ich glaube, das ist das. Geil, von einem Bosskampf direkt in den nächsten. Da habe ich Spaß dran. War schon ein bisschen knapp, aber keine Sorge. Sekiro hat einen sicheren Stand. Wow, okay. Aber alles gut. Na geil, dann würde ich sagen, geht's direkt hier weiter. Vielleicht kann man sich auch drum rum sneaken, weil wozu kann man sonst in die Bäume? Hat das was mit dem Kampf zu tun? Okay. Hier scheint auf jeden Fall schon mal nichts weiter rumzuliegen. Dann gehen wir einfach mal naiv nach vorne. Yep, und da ist die verdorbene Nonne. Und die hat 3 Punkte. Na geil. Sag mal, kann ich das nicht perfekt blocken oder habe ich das gerade einfach alles verkackt? Ich sehe es jedenfalls nicht großartig anders als sonst auch. Da kannst du perfekt blocken, okay. Ich wollte eigentlich auf sie drauf springen, aber Sekiro hatte keine Lust dazu. So, jetzt aber. Nein, warum will ich da zuschlagen? Bist du denn bescheuert, Aran, ey? Oh, ich wollte eigentlich nicht nach hinten springen, aber okay. Alles gut. Oh, okay. Ich weiß absolut nicht, was es bringen soll, aber... Ach, spring doch. Okay, also der erste Punkt ist schon mal... Bisher ist sie sehr ähnlich zu dem, wie sie anfangs auch war. Okay, und... Dann ist es sofort anders. Wow! Was? Habt ihr den Damage gesehen? What the fuck? Holy shit! Wie hat mich das getroffen? Autsch. Ich musste unbedingt aus der Ecke da raus. Ich weiß nicht, ob ich mich so viel heilen müsste, aber ich habe Angst, dass die wieder diesen Dings macht und mich einfach instant one-shot, wenn ich nicht komplett full life bin. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Ah, wusste ich doch, dass das reicht. Kommt bestimmt wieder diese Scheiße da. Ah, der hat auch so ein Scheißding. Das erinnert mich jetzt schwer an... Oh, shit. Okay, war gar nicht so schlimm. Ich muss nur bei der Furcht, wegen der Furcht aufpassen, die sich da aufbaut. Das gefällt mir jetzt gar nicht.
Springen scheint da ganz gut zu funktionieren. Und da nicht. Nein, das Grauen hat mich gekillt. Aber alles gut, wir können noch wiederbeleben. Wir können noch wiederbeleben. Okay. Ah, Dance of the Boreal Valley fand ich schon immer einfach. Kein Ding hier. Oh shit, da kommt noch ein Angriff. Das hab ich jetzt aber gesehen. Die mit ihrem scheiß Grauen da. Oh shit. Okay, das habe ich verkackt. Ich dachte, da kommt sofort dieser niedrige Schwinger. Und ich kann einfach da drüber springen. Aber dann kam erst der niedrige Schwinger. Und ja. Dann konnte ich nicht mehr. Dann war ich schon. Schade. Also, ich hatte eigentlich das Gefühl, ich hätte das gut first tryen können. Aber leider habe ich das nicht. Aber war doch schon ganz gut. Ja, sofort hin, sofort hier was verpassen. Bisher hat sie noch gar nicht... Oh, natürlich macht sie jetzt den Mikiri-Konter. Ich wollte gerade sagen, bisher hat sie nicht den Mikiri-Konter gemacht. Das, obwohl sie das immer macht. Nee, komm, das starten wir direkt nochmal von vorne. Das habe ich jetzt so rausgebracht. Die zweite kommt, habe ich jetzt auch keinen. Mann, das ist doch so klar. Da habe ich mich so gut angestellt. Und hab die beinahe First Tried. Es fühlt sich wie ein First Try an. Und ja, dann, jetzt ist wahrscheinlich die ganze Luft raus und jetzt verkacke ich wahrscheinlich wieder alles. Ich kenne das doch. Immer die gleiche Leier hier. Oh, okay. Man darf nicht zu nah ran sein. Das jetzt getroffen. Oh nein, da kommt der zweite Idiot. Das hab ich vergessen. Oh, okay. Da war ich mir jetzt so sicher, dass sie ein Dingsmann wird. Ihr wisst schon, ein Dings. Was sonst, wenn nicht der Dings? Nice, das war gut. Jetzt kommt der Scheiß. Damn, jetzt hab ich trotzdem getroffen. Alter, was soll ich denn jetzt machen? Vorhin hat das einfach sofort wieder aufgehört, aber hier jetzt seltsamerweise nicht. Jetzt hat es aufgehört. Aber wie lange hält das denn an und was musst du dagegen machen? Vielleicht ist es einfach eine Illusion, man kann da einfach so eine Erbse benutzen oder so irgendwas. Das könnte natürlich sein. Scheiße, jetzt habe ich das Timing total verkackt. Aber wenigstens hat sie daraus was machen können. So nicht, Lady. Was? Ich war mir so sicher, dass ich geblockt habe. Oh nein. Wow, die ist direkt vor mir. Was soll ich denn machen? Okay, ich warte jetzt einfach. Okay, sie hat aufgehört. Okay, das ist safe wieder zu beleben. Ah, jetzt kommt die natürlich mit dem Stichangriff.
Der Anti-Air. Ah, da war ich zu viel. Keine Heilmittel mehr. Komm her. Zu früh, dammit. Duck dich doch nicht! Hat aber erstaunlich gut funktioniert, muss ich sagen. Nein! Diese Bitch! Alter, zwei Unblockables hintereinander. Willst du mich verarschen? Okay, jetzt habe ich wirklich keine Heimtür mehr. Kann ich nicht jetzt einfach ins Menü gehen und schnell das Gras ausrüsten oder so irgendwas? I'm doing stuff. I'm dead. Aber es läuft gar nicht mal so schlecht. Eigentlich finde ich den Kampf sogar ganz cool, muss ich sagen. Also, der tiltet mich jetzt nicht so krass wie den Uhu. Nur dieser eine, das mit diesem Schwarz-Weiß-Dings, das muss ich noch rauskriegen. Habe ich zufällig noch diese Erbsen? Das Gegengift hier brauche ich sowieso nicht. Das Einzige, was vielleicht noch ganz gut wäre, wäre irgendwas gegen den, irgendeine Resistenz gegen diese grauen Scheiße da. Das ist auch irgendwas mit Gift. Da, das könnte man benutzen. Einfach vor der dritten Phase kurz Berührungsmittel einwerfen. Ist man ein bisschen resistenter. Muss ich nicht Angst haben, dass ich sofort geone-shottet werde. Oder zumindest nicht so leicht. Ich habe tatsächlich noch Knallsamen. Das kann man verwenden. Ich werde es einfach mal versuchen. So, hier erstmal abwarten. Das war trotzdem schon zu nah. Oh, shit. Das war der Rundumschlag. Okay, das war weird. Ich bin nicht aufs drauf gesprungen. Das habe ich leider viel zu spät gerafft. Momentan raff ich sowieso recht. Verraff ich sehr viel. Mann, warum war das jetzt kein Perfect Block? Shit. Habe ich jetzt nicht so früh mit gerechnet. Mann, den Anfang habe ich ganz verkackt. Das ist natürlich jetzt doof. Oh, jetzt kommt die mit einem Stichangriff, die mich verarschen. Oh Mann, ey, was mache ich denn?
Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Oh, nicht, wenn ich das verkacke. Nicht, wenn ich das verkacke. Es sieht nicht so aus, als hätte das funktioniert. Okay, also die Erbsen scheinen nichts zu bringen. Oh, ich hab's auf Kreis gedrückt. Oh nein. Nein, nein, nein. Okay. Bisher funktioniert das ganz gut. Das funktioniert ganz gut. Das hat echt erstaunlich gut funktioniert. Und man kann sogar richtig viel draus machen. So. Na, da kann ich nur einen machen, maximal. Ah, shit. Wirklich, ich hatte keinen mehr? Wieso hatte ich keinen mehr? Ich habe doch gerade einen Todesstoß gemacht. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt nicht mehr rechtzeitig regeneriert? Anscheinend. Okay, das ist jetzt natürlich doof gelaufen. So, die können auf jeden Fall wieder raus. Das hat nichts gebracht. Einfach schön in der Mitte bleiben, gucken, von wo sie kommen und dann abhauen. Das hat uns gut funktioniert. Ja, Stäbchenklinge weiß ich auch nicht, ob ich die weiter verwenden soll, weil ich kann immer nur Einschlag machen. Aber naja, Einschlag. Ich meine, ich bezahle ja nicht beide. Ich mache den zweiten. Ich bezahle nur für den zweiten, wenn ich den auch ausführe. Also ich kann auch einfach Einschlag machen und es dann einfach dabei lassen. Das macht auf jeden Fall ganz gut Damage. Ah, ist schon nicht verkehrt. Leute. So, jetzt hin. Damit. Ach, mehr als Kreis drücken kann ich nun wirklich nicht. Alles gut, war erst der Anfang. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die erste Phase bei weitem nicht mehr so viel einsteckt. Da. Nein, der ist natürlich direkt neben mir gespawnt. Kommen die immer von der Mitte? Kann das sein? Nope. Aber immer dreimal und dann ist wieder, dann war's das. Oh shit, das war der andere Angriff.
Und wenn diese blöde Schwarz-Weiß-Scheiße da nicht wäre, hätte ich es, glaube ich, schon geschafft. Weil das verbraucht immer so viele Heilmittel. Nein! Zu spät. Okay. Zum Glück kommt man ganz gut von der weg. Oh nein. Hier stehe ich gut, oder? Hier stehe ich nicht gut. Geil! Okay. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also bei dieser Phase weiß ich immer noch nicht, was ich dagegen irgendwie machen soll. Das eine Mal hat es ganz gut funktioniert, aber ich habe es jetzt nicht rausgekriegt, wie ich das rekonstruieren kann, wie man so schön sagt. Boah, aber wie viel Damage man da direkt drücken kann. Schon geil. Scheiße. Oh, wirklich? Das killt mich direkt. Ich kann nichts dagegen machen. Das ist jetzt scheiße. Ja, war doch wieder zu gierig. Was? Versuch's einfach mal auf der anderen Seite. Vielleicht funktioniert das ja besser. Die tauchen sowieso immer hinter mir auf. Kann das sein? Nein. Widerlegt. Einfach blind über die Brücke rennen. Das scheint zu funktionieren. Das scheint zu funktionieren. Was? Wow. Da hätte ich vielleicht einen zweiten machen können. Oh nein. Okay, die warten. Rennen! Nein, es funktioniert nicht. Oh, wirklich? Die spawnt direkt vor mir? Ich glaube, das ist das Problem. Ich verstehe noch nicht, wo die spawnen und wonach die gehen. Das raff ich nicht. Aber jedes Mal, wenn irgendwas funktioniert, dann versuche ich das nochmal so zu machen und es klappt einfach nicht. Nicht zu nah dran. Das reicht trotzdem für ein, zwei Schläge. Warum hat das jetzt schon wieder getroffen? Ja, als ob. Nein, ich hab nicht aufgepasst.
Okay, das habe ich einfach nur mistimed. Den Free Heal nehme ich. Irgendwie bin ich nicht so weit nach vorne gesprungen, wie ich wollte. Nice! Ich habe schon das Gefühl, dass die immer von der Brücke auskommen. Warum kam die jetzt so spät? Mann, warum trifft mich immer diese Scheiße da? Alter! Das hat ja total verkackt. Aber bei der zweiten Phase muss ich auf jeden Fall Dampf machen. Da muss ich auch gucken, dass ich meine Geistembleme einsetze und so. Weil diese Schwarz-Weiß-Phase, die habe ich jetzt in der letzten Phase noch nicht gesehen. Ich glaube, da macht sie das nicht mehr. Aber das ist auf jeden Fall das, was mich halt immer rausbringt, was immer mega viel HP kostet und so weiter und so fort. Und das muss auf jeden Fall so schnell wie möglich aufhören. Verdammt, jetzt kriege ich aber auch gar nichts mehr hin. Die Episode ist sowieso fast vorbei, ist sowieso der letzte Versuch. Oh Gott, und jetzt verkackt doch echt alles. Warum trifft mich das immer? Man kann doch sehen, dass da dieser Dings ist. Von wegen, man hat den fett geblockt. Aber trotzdem kriege ich Schaden. Trotzdem trifft die mich mit dem Scheiß. Ist echt, man wird dafür bestraft, dass man zu nah dran steht oder was. Oh Gott. Da konnte ich mich jetzt nicht entscheiden. X oder Kreis. Macht aber nichts, weil die erste Phase haben wir jetzt. Mist, der zweite Schlag trifft dann nicht. Okay, das war der dritte. Ja, die kommt immer von der Mitte der Brücke aus anscheinend. Damit kann ich arbeiten. So, zurückgehen. Warten, bis kommen. Ah, wieder zurückgehen. Okay. Ich glaube, das funktioniert. So, den Schaden hier nehme ich gerne mit. Nein, das war jetzt natürlich Pech. Das war jetzt Pech, dass ausgerechnet dann meine Haltung so niedrig war, dass ich sie nicht mehr nehmen konnte und dann hätte perfekt blocken müssen. Das war einfach Pech, aber naja, wie gesagt, wir sind sowieso am Ende der Episode angekommen. Funktioniert auch bisher eigentlich ganz gut, hat auch ganz gut Spaß gemacht, muss ich sagen. Nicht so wie der Uhu, der hat mich einfach nur aufgeregt.
Und ich schätze mal, in der nächsten Episode werden wir das dann auch schaffen. Ich glaube auch nicht, dass ich da jetzt noch 2 Stunden dran sitzen werde, weil allein der erste Versuch lief schon so gut. Nur irgendwie hat es noch nicht Klick gemacht und naja, jetzt wissen wir aber auch, wie ich mit dieser einen Schwarz-Weiß-Phase da vielleicht umgehen kann. Ist jetzt natürlich die Frage, ob das wirklich so funktioniert. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt einen Lösungsansatz und damit kann ich jede Menge Heilmittel und Wiederbelebungen sparen. Und ich glaube, damit können wir das auch ganz gut schaffen, wenn ich halt jetzt nicht wieder solche blöden Fehler mache wie gerade. So, aber in der nächsten Episode bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das schaffen werden. Und deswegen hoffe ich, dass ihr dann auch wieder dabei sein werdet. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder. Bis dann!